willkommen zu den Disneyland Paris News vom 1. August 2024. Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen News-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier lang ist es her. Ich weiß gar nicht, ob ich nach April nochmal ein News-Video gehabt habe, wo wir bei der Pressekonferenz waren. Auf jeden Fall ist es lange her, dass ich euch mit Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris so in kompakter Form versorgt habe. Ich mache das ja immer wieder in den Vlogs, dass ich euch die neuen Sachen zeige, wenn ich vor Ort bin. Aber es ist mal wieder Zeit für so ein kompaktes Video, wenn ihr in den nächsten Wochen und Monaten im Disneyland Paris seid. Es sind jetzt nicht die größten Themen, außer ein Thema, jetzt die World Princess Week. Ansonsten sind es so kleine Sachen, die jetzt announced wurden, die ich jetzt trotzdem hier mit euch teilen möchte, weil sie für den einen oder anderen vielleicht relevant sind. Wir reden auch zum Beispiel über Schließungen und. Wie gesagt, ein paar kleinere Sachen, insgesamt 9 Stück. Und es wird auch bald noch ein neues News-Video geben, denn... ich muss gerade auf meinen Bildschirm gucken, weil ich genau hier so ein Kästchen hatte. Ich so, hä? Das hatte ich noch nie. Genau. Also es wird auch bald noch ein neues News-Video geben, denn ich bin ja nächste Woche... ich kann es gar nicht fassen, es ist zu sagen. Ich bin nächste Woche in Los Angeles. Ich fliege nach Anaheim oder ich fliege nach Los Angeles und fahre dann nach Anaheim zur D23 ins Disneyland Anaheim. Für mich das erste Mal ins erste Disneyland überhaupt noch, wo Walt selbst durchgelaufen ist. Ich bin so aufgeregt und da wir ja auch bei der D23 sein werden und es wahrscheinlich auch Neuigkeiten zum Disneyland Paris geben wird, am Samstagabend für uns wird das Disney Parks Panel geben. Das ist bei euch, glaube ich, so mitten in der Nacht, so 4 Uhr morgens, glaube ich, ist das so um den Dreh, falls ihr auch wach sein wollt. Ich glaube, es wird auch live gestreamt. Und ja, da wird es wahrscheinlich dann Neuigkeiten zum Disneyland Paris auch geben. Und deswegen wird es danach dann auch direkt morgens, wenn ihr aufwacht, ein neues News-Video von mir geben. Direkt live aus Anaheim von der D23, damit ich euch natürlich mit den Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris auch dort versorgen kann. Ansonsten werde ich euch tonnenweise Content mitbringen aus Disneyland Anaheim. Wir haben so viel geplant, wir werden so viele Restaurants besuchen. Ich möchte mir das Merchandise angucken. Wir gehen 3 Tage in die Parks, D23, also wirklich... Ich werde euch so viel Content mitbringen. Also denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, unten auf die Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr auch keins dieser Videos. Ja, ihr merkt, ich bin so gehypt. Es wird jetzt auch noch bald ein Video geben, wo ich euch sage, was alles geplant ist in Anaheim. Was auch während der D23 passiert und so weiter. Ich werde darauf ein bisschen noch eingehen. Das kommt dann nächste Woche Mittwoch, glaube ich, online, wenn ich dann fliege. Dann wird es ein Packvideo geben. Ihr wünscht euch ja irgendwie immer Packvideos, was ich so einpacke, Outfits etc. Also das wird es noch alles geben. Und dann habe ich noch ein bisschen Content aus dem Disneyland Paris übrig. Aber heute soll es ja um die News gehen. Und wir starten. Starten wir mit der Neuigkeit, die ich euch auch schon in einem der Vlogs berichtet habe. Und zwar ab dem 10. Juli schon gibt es einen garantierten Zugang zu Frozen im Musical Invitation. Und genau, das ist ja diese, also Anna und Elsa Show in den Walt Disney Studios. Wenn ihr direkt reinkommt, gibt es ja da das Animation Celebration. Und da findet ja die Frozen Show statt. Und dort könnt ihr euch jetzt, wenn ihr möchtet, einen garantierten Zugang buchen für 15 Euro. Und da bekommt ihr auch einen guten Platz. Aber ich sag immer wieder, die Shows sind sonst alle gratis. Ihr müsst eigentlich nichts bezahlen für die Shows. Klar, wenn ihr nicht lange anstehen wollt oder einen guten Platz wollt, lohnen sich vielleicht die 15 Euro. Aber ich möchte, weil viele mich auch fragen, kosten die Shows extra? Nein, alle Shows sind kostenfrei in eurem Ticket oder in eurer Pauschale enthalten. Nur wenn ihr diesen garantierten Access bucht, kosten die jeweils 15 Euro. Genau, also das gibt es ab 10. Juli jetzt auch für Frozen, a Musical Invitation. Dann habe ich auch schon auf Instagram gepostet, Disneyland Paris hat einen Weltrekord gebrochen. Ja, und zwar mit der Bastille Day Show, also nicht mit der kompletten Show, sondern mit am Ende. Übrigens habe ich das komplette Bastille Day Feuerwerk hochgeladen hier auf meinem YouTube-Kanal. Verlinke ich euch gerne, ansonsten schaut da mal rein. Es ist einfach, also ich bin wirklich sprachlos gewesen.
Ich habe ja mir letztes Jahr das online gesehen, habe gesagt, dieses Jahr muss ich es mir anschauen in live, weil es einfach so, so krass ist. Es bringt die Kamera gar nicht rüber, wie krass es war. Und ich habe zwar 5 Stunden gewartet an diesem einen Platz, aber es hat sich so unglaublich gelohnt. Und mit dem Endbild, was ich euch jetzt auch mal einblende, mit der Mickey Maus in den französischen Flaggenfarben, hat Disneyland Paris einen Weltrekord gebrochen mit 1571 Drohnen, die dafür benutzt wurden. Einfach unglaublich. Und ihr wisst ja, ich war ja während der Kabel 1-Reportage, die wir gedreht haben, auch so behind the scenes, haben wir die Drohnenwerkstatt angeschaut und auch mit dem Producer Ben gesprochen. Und ja, er hat mir natürlich nichts verraten, was in Zukunft geplant ist, weil ne, Disneyland Paris ist ja immer very secretive, wenn es um zukünftige Projekte geht. Aber ich denke, da wird schon einiges wieder gerudert und da wird uns einiges dann noch bevorstehen, was mit diesen Drohnenshows. Also ich finde sie alle spektakulär mit bisher, alles, was ich gesehen habe mit Disney Delight, Electric Sky Parade, dann hatten wir die Avengers Color the Night, oh, hieß es so? Avengers Power the Night, nicht Color the Night. Und ich bin mir sicher, es wird auch bald wieder was Neues geben. Dann gibt es ein bisschen Neuigkeiten zum Merch. Und zwar wird es, ich habe erwähnt, ich bin bei der D23 und bei der D23 gibt es ein D23 Collections Lorcana Set, was es eigentlich exklusiv nur dort geben wird. Aber es wird es auch ab 9. August im Disneyland Paris geben, im World of Disney, natürlich limitiert. Und ihr dürft 5 Stück pro Transaktion kaufen. Und ich glaube, da wird der Hype groß sein. Wie gesagt, wird es auch auf der D23 geben. Ich schaue mal, wenn ich da rankomme, was es kostet. Ich bin noch unsicher, ob ich es mir kaufen werde. Ich darf aber da nur 2 pro Transaktion oder pro Ticket sogar, weil die Tickets werden immer gescannt. Also bei D23 und sind die da, glaube ich, echt restriktiert, was man pro Person bekommt, weil die auch immer die Tickets scannen. Aber das wird es auch ab 9. August dann im World of Disney zu kaufen geben. Und ich weiß, viele von euch werden nur extra dafür dahin fahren, um dieses D23 Locana Collectible Set zu bekommen. Und es wird aber auf Englisch sein, soweit ich weiß. Und dann blende ich euch jetzt auch nochmal die Pins für den August ein, weil wenn ihr im August vor Ort seid, könnt ihr die Pins dann hier dort erwerben. Manche sind mit Liberty. Da bekomme ich auch viele Fragen, wie das mit Liberty funktioniert. Es ist ganz klein, so ein QR-Code auf dieser Pin, auf diesem Pinbild. Ihr müsst einfach auf die Liberty-Webseite gehen und dann an dem Datum, was halt da steht, jeweils, ich glaube, 3, 4 Tage bevor die Pins rauskommen, müsst ihr euch da einen Slot reservieren, um dann halt den Pin abzuholen. Aber ihr könnt mir sonst gerne auch mal bei Instagram schreiben oder bei Facebook, wenn ihr nochmal dieses Bild haben wollt oder nur diesen Ausschnitt mit dem QR-Code, mit der Erklärung. Schreibt mir gerne und dann kann ich euch das auch nochmal genauer erklären. Ja, Neuigkeit Nummer 4. Oh Gott, jetzt muss ich das mal aussprechen können. Le Pays de Contefée, glaube ich, so wird es ausgesprochen. Die Bötchenfahrt im Fantasyland, die ja jetzt auch schon länger geschlossen hat, eröffnet am 30. August wieder. Und zwar mit neuen Themen, mit Frozen, mit Winnie Pooh und mit Oben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was davon dann, also es wird ersetzt. Das heißt, 3 Geschichten fliegen und die 3 kommen dann dazu. Ich bin mal gespannt, wie es aussehen wird. Ich bin aber erst Ende September wieder im Disneyland Paris. Das heißt, ja, ich werde so lange, ja, mir wahrscheinlich in verschiedenen Stories die Sachen anschauen und dann Ende September, wenn ich wieder dort bin, live anschauen. Es gibt jetzt auch ein neues Poster zu der Attraktion, wo man dann auch sieht, dass Vitel jetzt ein Sponsor ist von dieser Attraktion. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das Buch wurde ja auch erneuert. Das sieht jetzt fresh aus. Das sah ja vorher wirklich grausig aus vor der Renovierung. Das sieht jetzt alles fresh aus. Wenn man mit dem Zug fährt, mit der Railroad, sieht man das Buch auch schon. Das hängt auch schon. Als ich gefahren bin, hing das noch nicht. Im Muni zeigt mal, hatte ich noch das ohne Buch gezeigt. Das hängt jetzt aber auch. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Bötchenfahrt dann jetzt wird. Ist eine sehr gute Attraktion, einfach mal um zu entspannen, um sich ein bisschen berieseln zu lassen. Und da hinten, neben Casey Junior und bei der Bötchenfahrt ist meistens nicht so viel los. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr da hinten sogar noch Charaktere treffen, die nicht in der App stehen. Meistens mittags. So, nochmal als Zwischentipp in diesem News-Video. Dann Neuigkeit Nummer 5, das habe ich, glaube ich, auch auf Instagram nur gepostet. Deadpool gibt's jetzt auch, ist jetzt auf unserem Avengers Campus. Für eine limitierte Zeit. Es wurde nicht gesagt, wie lang. Kann man auch in Disneyland Anaheim sehen, mit Wolverine zusammen.
Und ich hoffe, dass er nächste Woche noch da ist, wenn ich dort bin. Und ich diese Szenen und die Sachen, die ich so im Internet gesehen habe von Deadpool und auch mit Interaktion mit Wolverine, wie er auf einem Einhorn reitet, einfach aus dem Avengers Campus raus, das ist wirklich so witzig. Und ich möchte mir das unbedingt live anschauen. Ich gehe jetzt auch heute Abend tatsächlich ins Kino mit meinem Freund in Deadpool. Habe die ersten zwei Teile auch schon gesehen. Also das sind so die Marvel-Filme, die ich mir schon reingezogen habe, weil sonst bin ich ja nicht so ein Marvel-Thema. Aber Deadpool, muss ich sagen, finde ich mega. Und dazu gibt es ja auch jetzt die Experience. Das hatte ich jetzt, glaube ich, hier gar nicht mit erwähnt. Nee, aber das kann ich euch, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das kann ich jetzt nochmal erwähnen. Ich war ja jetzt auch am letzten Tag, wo ich dort war, am Mittwochabend in dieser Deadpool Wolverine Experience im Hotel New York The Art of Marvel. Dazu gibt es auch ein Video. Da erkläre ich, wie ihr das reservieren könnt, was ihr dort erleben könnt und so weiter. Ist bis Ende Oktober dort. Lohnt, also es ist sehr teuer, die Cocktails, und es gibt einen exklusiven Pin, den ihr nur dort bekommt. Aber ich finde, allein diese Experience dorthin zu kommen, ist einfach so genial. Und ich war wirklich so perplex, dorthin zu laufen. Und ja, diese ganze Experience ist echt einfach krass. Schaut euch das Video an, wie man dort reserviert, wenn ihr bis Ende Oktober da seid. Geht auf jeden Fall mal auch zur Deadpool und Wolverine Experience im Hotel New York, The Art of Marvel. Ihr müsst kein Hotelgast sein, ihr müsst aber über Liberty diese euren Zeitslot reservieren. Da kostet nichts, aber ihr müsst halt vor Ort dann entweder was trinken, was essen. Und den Pin bekommt ihr nur mit einem exklusiven Cocktail. Aber das dann mehr dazu im Video. Aber es gibt auch ein Reel noch auf meinem Instagram-Kanal oder auf meinem TikTok-Kanal. Gibt es auch dazu ein TikTok, wo ich das auch nochmal ein bisschen kürzerer Form erkläre. Ja, also ich hoffe, Deadpool, also auf dem Avengers Campus in Disneyland Paris, werde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich hoffe auf Anaheim mit Wolverine und ich würde ausflippen. Dann die nächste Info, die David Crockett Ranch, die Bungalows werden so langsam renoviert. Wir haben ja im April während der Pressekonferenz mitgeteilt bekommen, dass die David Crockett Ranch als nächstes renoviert wird und die Bungalows. Wir haben die ersten Bilder bekommen, weil ein Bungalow wurde schon renoviert. Und ja, das Thema wird ja Donald Duck, Daisy Duck und Tick, Trick und Track sein. Die ersten Bilder sehen schon sehr vielversprechend aus. Die neuen, das wird ja nicht abgerissen, es wird drin saniert, werden environmental friendly sein, also umweltfreundlich. Und es wird zum Beispiel auch neue Features geben, wo ihr zum Beispiel auch Marshmallows roasten könnt. Wie heißt das denn auf Deutsch? Marshmallows grillen, anzünden, keine Ahnung. Und ich liebe Marshmallows. Und wir haben schon mit Brina gesagt, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall dann buchen müssen, wenn die dann komplett renoviert sind. Da werden wir euch auf jeden Fall dann auch doch die neuen Bungalows vorstellen. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, bis nächstes Jahr wird es mindestens noch dauern, dass die Bungalows dort renoviert werden. Ja, kommen wir zur Neuigkeit Nummer 7. Und zwar der World Princess Week. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Nachrichten ich oder in den Q&As ich bekommen habe, wann immer die World Princess Week stattfindet. Und dieses Jahr ist es tatsächlich ein bisschen anders als die letzten Jahre, weil die letzten Jahre war es immer zwei Wochen, also zwei Wochenenden vor allem. Dieses Mal ist es tatsächlich nur eine Woche vom 25. Aber wenn ich jetzt wieder Quatsch rede, sind das zwei Wochenenden. Es sind tatsächlich auch zwei Wochenenden, also knapp. Also vom 25. bis zum 31. August findet die World Princess Week dieses Jahr im Disneyland Paris statt. Aber ich meine, letzten Jahr war es trotzdem insgesamt zwei Wochen. Jetzt ist es ja von Sonntag bis Samstag. Und vielleicht seid ihr ja in dem Zeitraum zufällig vor Ort. Und ja, wurde jetzt auch das Programm bekannt gegeben, was ich jetzt natürlich mit euch teilen möchte. Und zwar wird es einmal eine exklusive Show vor dem Schloss geben mit Aurora, Jasmin, Ariel und Tiana. Wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, wie genau die Show sein wird, ob auf den Bühnen oder so, aber auf jeden Fall wird es eine exklusive Show vor dem Dornröschenschloss geben. Sonst gab es ja immer eine Parade. Finde ich ganz cool, dass sie mal was anderes auch machen. Und letztes Jahr gab es aber noch diese eine Show hinterm Schloss, wo ich gesagt habe, dass es aussieht, wie als würden sie einen Hexentanz um diesen Schwert machen. Das war aber auch ein bisschen komisch gemacht, weil ja, man konnte nicht so viel sehen. Also es gab nicht so viel Platz, um gut zu sehen. Genau, also das wird es einmal geben. Dann wird uns Minnie Maus wohl als in ihrem Prinzessin-Outfit begrüßen, vom Bahnhof, denke ich mal.
in ihrem Prinzessinnen-Outfit. Dann wird es natürlich sehr viele exklusive Meet and Greets geben mit den Prinzessinnen, nicht nur im Prinzessinnen-Pavillon, sondern auch überall anders werdet ihr überall die Prinzessinnen treffen können. Ich weiß nicht, ob es in der App eingeschrieben sein wird. Da müsst ihr dann immer gut die Augen aufhalten, vor allem mittags. So Plätze wie bei Aladdin, da bei, wie heißt jetzt das Restaurant? Agrabah Café. Müsst ihr mal schauen. Oder bei der Old Mill, bei der Mühle wird wahrscheinlich eine Prinzessin sein. Vielleicht beim Fantasyland, beim Ein- und Ausgang da zu It's a Small World. Also da müsst ihr tatsächlich eure Augen und Ohren aufhalten. Es wird immer mal wieder Prinzessinnen auch zum Treffen geben. Dann wird es natürlich auch Snacks und Getränke geben. Wir werden ja nichts ohne Snacks. Und auch dieses Jahr wird es was Neues geben, und zwar Royal Bayou Cake. Oder auch den Rapunzels Best Shake Ever. Ich blende euch gerne hier die Bilder ein, die wir von Disneyland Paris zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und diese zwei Sachen wird es zum Beispiel im Victoria's geben. Kennen wir ja, war die letzten Jahre auch so. Dann wird es aber noch mehr Sachen geben im Auberge de Cendrillon, im Fantasyland, in der Royal Banquet Hall oder im La Table de Lumière. Und was ich hier sehe, sind Cocktails oder Getränke. Es gibt Muffin, es gibt so ein Eclair mit Moana drauf. Genau, und dann halt noch so irgendwie so ein, ja, gelbes Getränk, was auch immer das darstellen soll. Genau, also das werden so die Getränke und Snacks sein, die es geben wird. Und natürlich wird es auch exklusives Merchandise geben in Disneyland Paris für eine bestimmte Zeit zur World Princess Week. Und das werdet ihr in dem Snow White Store, also es wird es überall geben, aber auch ihr müsst unbedingt den Snow White Store hinter dem Schloss besuchen. Also wird überall ein bisschen was geben, aber da wird es wahrscheinlich alles komplett geben. Das ist der Shop genau hinterm Schloss, da wo es auch die Prinzessinnenkleider draußen hängen, gegenüber von Auberge de Cendrillon. Genau, das ist so viel zur Princess Week. Finde ich immer ganz cool. Und wahrscheinlich wird es die nächsten Jahre auch immer so die letzte Augustwoche sein. Das letzte Mal war es auch mal die letzten zwei Augustwochenenden. Also wenn ihr unbedingt mal da sein wollt, aber dieses Jahr wieder nicht schafft, dann vielleicht nächstes Jahr Ende August, die letzte Augustwoche. Genau. Ich werde dieses Jahr aber nicht da sein. Ich komme ja erst am 16. August aus Anaheim wieder und da werde ich zwei Wochen dann zu Hause sein und dann geht es ja Ende August dann tatsächlich zum Hyde Park Festival. Das heißt ja, die Princess Week werde ich dieses Jahr leider ausfallen lassen müssen. So ist das. Genau, also schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ihr vielleicht vor Ort seid und vielleicht könnt ihr mich ja mit ein paar Videos oder Bildern beglücken und die kann ich dann ja vielleicht mit meinen Followern ja auch teilen. Dann kommen wir zu Neuigkeit Nummer 8 und zwar den Schließungen im September. Ich plane ja auch immer, also ich poste immer ein Reel am Anfang des Monats auf Instagram, welche Attraktionen in diesem Monat geschlossen haben und da könnt ihr auch gerne mal auf Instagram mir folgen. Ansonsten die Schließungen für September. Flight Force von 2. bis zum 6. September. Peter Pan's Flight vom 2. bis zum 20. September. Hyperspace Mountain am 9. und 10. September. Und Indiana Jones vom 16. bis zum 20. September. Das sind die Schließungen, die aktuell bekannt gegeben wurden. Aber es kann immer noch mehr dazu kommen. Die Daten können sich immer mal wieder ändern. Also wenn ihr vor Ort seid, immer wieder in die App schauen. Dort werdet ihr dann sehen, was in eurem Zeitraum geschlossen hat. Und zur letzten Neuigkeit, die auch viele freuen wird, weil ich auch so viele Fragen bekommen habe, wann kommt denn Olaf wieder zurück? Olaf war ja lange Zeit in Sommerpause, kann man ja sagen. Ne? Er hat den Sommer genossen, auch wenn er zwischendurch nicht wirklich sommerlich war. Er ist wieder da im Animation Celebration. Ab heute, ab 1. August, könnt ihr Olaf wieder antreffen im Animation Celebration. Das ist im Prinzip da, wo man auch zeichnen kann, neben der Frozen Show in den Walt Disney Studios. Wenn ihr direkt reinkommt, da wo dieser Zylinder ist, dieser Mickey Mouse Sorcerer Hat Hut, da findet ihr jetzt auch wieder Olaf ab heute. Ist aus dem Sommerurlaub wieder zurück. Und das war's. Das waren die kleinen, aber feinen Neuigkeiten, die ich mit euch teilen wollte. Ich dachte mal, so kompakt ist ganz praktisch für euch. Und wie gesagt, nächste Woche, wahrscheinlich am Sonntag, wann habe ich es geplant? Ich glaube, am Sonntag kommt dann das Neuigkeit-Video aus Disneyland Anaheim mit den Neuigkeiten für, was bekannt gegeben wurde am 11. August.
Und dann weiß ich noch nicht, wann ich die D23-Sachen poste. Wahrscheinlich schon sehr zeitnah, aber das werden sehr lange Abende und sehr lange Nächte mit Sam und mir. Ich freue mich trotzdem, eine Woche auch mit Sam zu verbringen. Es wird, glaube ich, super lustig. Sie kennt ja auch Anaheim ein bisschen, aber D23 ist für uns beides neu. Und ja, ich hoffe, ihr verfolgt mich hier auf YouTube, aber auch auf Instagram. Da werde ich ja die Sachen sehr zeitnah posten und hier auch versuchen, relativ zeitnah hier auf YouTube dann euch auch mit Material in Extended Version zu versorgen. Ihr wisst ja immer, auf YouTube sind ja so kleine, auf Instagram sind so kleine Snapshots und auch hier auf YouTube bekommt ihr immer das große Bild und ich versorge euch ja immer mit ganz viel Material, so viel wie ich kann. Und ja, ich freue mich. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.